Ja, hallo zusammen, jetzt kommt zu einem weiteren Let's Play Duels of the Planeswalker 2014 und diesmal in der Erweiterung, die Herausforderung, entfessle die Bestie. Ritter drohen über dich herzufallen und du hast herausgefunden, dass die letzte Karte in der Bibliothek deines Gegners ein Flammenzauber ist, der dir den Gar ausmachen wird. Wie auch immer wir es herausgefunden haben. Besiege deinen Gegner noch in dieser Runde. Hier ist der Beisatz mal dabei. Ich habe, glaube ich, im vorletzten Let's Play nachgefragt, muss man das immer in derselben Runde schaffen? Beim Engel mussten wir ja den Zug tatsächlich abgeben, um zu gewinnen. Aber hier müssen wir sofort gewinnen. Das Board sieht ja mal mega mies aus. Also, wir haben Kohlenschleppschwein. 8-4. Immer wenn dem Schwein Schaden zugefügt wird, fügt es allen Spielern ebenso viel Schaden zu. Okay, wir sind auf 12, Gegner ist auf 18. Ja, Doppelranker, deswegen ist das Ding auch so stark. Plus 2, plus 0 und Trample. Und ein Köder, alle Kreaturen müssen das Schwein blocken. Dann haben wir ein verzerrtes Ebenbild. Für ein Mana. Stärke und Widerstandskraft tauschen. Ziehen eine Karte. Erdbeben, alle Spieler, alle nicht für den Kreaturen kriegen X Schaden. Und Welle der Gleichgültigkeit 1 und X. X Kreaturen können nicht blocken. Okay. Was hat unser Gegner? Ganz viele 2-2 Erstschlagritter. Ein 3-7er Nemesis, der Vernunft. Immer wenn er angreift, legt der verteidigende Spieler die obersten 10 Karten auf seinen Frieden. Okay, das ist egal. Interessanterweise hat unser Gegner ja auch einen Burn-Spell, der 12 abzieht oben auf dem Deck. Das wissen wir ja jetzt, ne? Unfug. Okulist aus Agadim. Friedhof des. Bringe eine Kreaturenkarte deiner Wahl aus dem Friedhof eines Gegners, falls sie deinen ungewandten Mana kosten, klein oder gleich der Anzahl der Verbündeten ist. Das Ding, hat der überhaupt Verbündete? Was habe ich in dem Friedhof? Okay, also er kann ihn nicht irgendwie benutzen. Gut. Was ich auf jeden Fall machen muss, ist Ritter abräumen. Ohne jetzt viel zu rechnen. Ich bin ja immer der Freund von Ausprobieren, so Trial and Error. Wir drehen Widerstand, Stärke und Widerstandskraft von dem Nemesis. Ah, dann ziehen wir auch eine Karte. Vielleicht ist da noch was dabei. Ne, Gebirge. Jetzt ist das Ding 7-3. Erdbeben für X gleich 3, dann lebt auch unser Schwein noch. Okay, das reicht nicht. Unser Gegner ist dadurch auf 12 und wir hauen nur für 8. Und wir haben das Spiel auch verloren, ne? Weil er jetzt einen Burn-Spell für 6 angeblich zieht. Okay, so war es auf jeden Fall nicht richtig. Aber ich denke mal, dass das irgendwie so funktionieren wird. Mal überlegen. Ah ja, Flammenzauber, interessant. Er hat seinen Zug abgegeben und ich habe verloren, ja. Sehr nett. Okay, Mist, wie machen wir das? Ich glaube aber, dass das der richtige Ansatz ist. Was kann man denn mit dem blöden Nemesis machen? Oder was haben wir denn hier? Also irgendwie muss das Schwein ja auch irgendwie geblockt werden. Weil sonst wäre der Köder da nicht drauf. Also ich denke immer logischerweise daran, die Karten, die hier auf dem Feld liegen, sind irgendwie wichtig für die Lösung des Rätsels. Ranker mit Trampel. Jetzt schieße ich mal alles außer den Nemesis ab. Und ich hätte jetzt auch 3 machen können, weil jetzt lebt... Ah ne, dann stirbt er ja gleich. Meinst du, einer 2-8er machen bringt es ja auch nicht, ne? 3-5. 7-1. Oh mein Gott, 7-1. So, Welle der Gleichgültigkeit. Unfug. Wie einfach. Ja, wie gesagt, ausprobieren klappt immer. So, ich greife jetzt an. Durch den Köder muss er blocken. Er sagt den Block an. Das Schwein trampelt bei einem Widerstand. Beziehungsweise er hat 3 Widerstand und 2 Schaden auf sich liegen. Trotzdem kann ich dann 7 Schaden drüber trampeln. Dann ist er auf 7. Der Nemesis haut für 7 auf das Schwein. Dann kriegt jeder Spieler 7. Dann ist der Gegner 7-7 tot. Und ich bin auf 1. Das müsste es sein. Boah, das ist eine gute Herausforderung, finde ich, oder? Wenn das jetzt klappt, müsste doch klappen, oder? 7. Schweintrigger. 7, oder? Ja, sehr schöne Herausforderung. War jetzt auch schwerer. Ich bin auch tatsächlich nicht sofort auf die Idee gekommen, wie man es macht. Wie gesagt, ihr habt es ja jetzt gesehen nochmal. Oder ihr kennt das ja. Ich probiere ja sehr gerne aus, teste ein bisschen rum. Und klappt auf jeden Fall. Coole Sache. Gute Herausforderung. Ja, das war's für dieses Video. Lasst gerne Kommentare da. Als nächstes kommt das Rätsel aus Stahl. Und wie immer wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis demnächst. Ciao.